jetzt die Nase vorne. Vorhin war es noch Buddelmeier. Der hat jetzt den zweiten Platz. Also das erste Mal war das nichts wert. Jetzt im Wiederholungslauf, Restart, ist Buddelmeier auf der zweiten Position. Davon gehe ich aus, wenn Sie jetzt dort oben hereinkommen. Ja, Sondergott, die Buddelmeier. Und dann muss ihn der Vize-Europameister. Buddelmeier, da war Buddel fast vorbei. Buddel war ein wenig zu weit nach außen gekommen. Das war es, das ganze Geschehen. Aber er hat sich wieder zurückgekontert und hat seinen zweiten Platz, davon gehe ich aus, noch behalten. Aber schau Sie mal, der französische Den wir erstmals hier in der Oberlausitz aus Frankreich am Start haben. Anaclito macht den richtig Hammelbeinen. Sehen Sie das anders hier? Der Franzose ist Vize-Europameister einfach nicht vorbei. Buddelmeier vorne kontrolliert, hat 1,7 Sekunden Rückstand. Das ist natürlich nicht viel. Aber da kommt die Bauten den Vorsprung aus auf seinen Peter. So gut vorne mit dabei sind. Also Sondergott auf dem Paul Peters Auto. Dann wieder der Franzose. Nicht gesehen, habe mir gerade die Platzierung angeguckt, vom vierten Platz zurückgefallen auf die 8. Dann für Deutschland auf Rang 2 Michael Buddelmeier. Das wären 20 Punkte für John Lagotti, wenn der das Ding so zu Ende fährt. Oder ist André Mogil vorbeigegangen? Das ist die große Frage. Jetzt schauen wir gespannt auf die Gruppe. Da kommt der Luxemburger. Ja, André, ist noch auf der Mike.